Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Wir wollen euch mal zeigen, wie ihr die Ausspähungssteine in 14 Gebieten erreichen könnt. Hier ist es das Turmviertel und wie klassischerweise guckt man auf die Map und markiert sich schon mal den Punkt, wo man den denn finden kann. Machen wir mal, ne? Map auf und wir sind beim gefallenen Turm und gehen da so ein ganz kleines Stück hinter das Feuerchen. Bisschen tricky. Es ist auch nicht so weit, nein. Es ist auch fast von der Straße zu sehen. Ja, nicht wirklich. Also ich finde den ziemlich gut versteckt, muss ich gestehen. Ja, man weiß, kann man ihn schon sehen, aber er ist schon tricky. So, nicht runterfallen. Da also mal nochmal die Karte. Direkt hinter dem Feuerchen. Zum gefallenen Turm. Zum hingeplumpsten Turm. Ja, so. So, jetzt aber es gibt ja drei. Mal die... Genau. Es gibt drei. Map aufmachen, zweiten markieren. So ungefähr da. Auch eine Ecke, wo man, also ich normalerweise nicht hingehen gehen würde. Also in diese kleine Sackgasse. Ja, ist auch ein bisschen schwer zu finden sozusagen. Also der Leuchtepfad, der geht so ein bisschen, weil es da so kleine Gänge gibt, so ein bisschen hin und her. Aber erstmal Leuchtepfad folgen zu diesem Gebiet. So. So, jetzt geht es an diesen Gegner da vorbei. Ich muss sie mal kurz wegmachen. Es hat aber Spaß gemacht, diese niedergradigen Mobs wegzupushen. So, also da haben wir das Ding. Also hier hätte ich nie gewusst, dass das hier ist. Aber da hinten. Hinter der Mauer versteckt. Hinter der Mauer, genau. Hier nochmal die Karte. So. Krämerplatz. Der Krämerplatz. Der Rumkrämerplatz. So. Ja, das ist der letzte Aussperrungsstein hier im Turmviertel. Ja. Einmal. Also, man wird quer über die Map immer gejagt. Ja, ne? Also, das Ding hätte ich auch nie gewusst. Also, das ist also sowas von versteckt. Der Hammer. Auch wieder fast am Rande der Map sozusagen. Ja. Ohne Leuchtepfad kommen wir da nicht hin. Nee. Hinreisen. Wir reiten. Juhu. Oder besser, du mit deinem Schlitten, du fährst. Bin fast da. So, und kurz vorm großen Turm muss man nämlich anhalten. Da stehen immer leider auch Gegner rum, das ist nicht zu verhindern. Und dahinter. Das ist so fickrig blöde gemacht. Also das ist unglaublich gut versteckt, würde ich sagen. Hier die Karte. Ja, so kann man es auch formulieren. So, das ist der dritte und letzte Aussperrungsstein. Der Mantelturm im Turmviertel. Juhu. Habt ihr alle drei zusammen, damit auch dieses Viertel mit den Aussperrungssteinen durch. Ja. Wir auch. Das war's wieder mal. Jo, tschüss.